Ja, herzlich willkommen zum letzten Kongresstag heute. Und ich freue mich, dass heute Aaron Korn von der Uni Jena hier ist und unter dem Motto Grenzenlos Leben einen Blick auf Stay-at-Home-Fathers werfen wird. Ich freue mich auf seinen Vortrag und die anschließende Diskussion. Viel Freude. Ja, danke. Ich dachte eigentlich, dass ich die Metaphorik der Grenze satt bin bis zum Sonntag, weil ich das dann 3 Tage durchgehört habe und hatte mir überlegt, dann muss ich vielleicht noch meine Einleitung ändern. Glücklicherweise war ich in Vorträgen, die das nicht so überspitzt haben, sondern sehr fair mit dem Titel umgegangen sind. Deswegen würde ich das gerne mal überspitzen und vielleicht wird oft der Begriff der Grenze fallen heute. Ja, genau. Der Titel des Kongresses, Grenzenlos Leben, interdisziplinär forschen, ließe sich im Sinne Ulrich Becks als Ausdruck einer sich globalisierenden, modernen Gesellschaft lesen. Gleichzeitig könnte es sich als Paradigma eines neoliberalen Kapitalismus lesen, das gekennzeichnet ist durch einen wettbewerbsförmigen Markt, der alle Grenzen des Lebens zu überschreiten scheint. Nicht nur die alltäglichen Lebenswelten der Subjekte sind davon betroffen, sondern letztlich auch die Soziologie, die ihre eigenen Grenzen als Fach überschreiten muss, um weiterhin innerhalb eines dynamischen Wissenschaftssystems Bestand haben zu können. Gehen wir mal schnell rein. Der Verlust der Grenze scheint unausweichlich und gleichzeitig notwendig, schimmert er doch als verheißungsvoller Horizont in einer sich pluralisierenden Spätmoderne. Meines Erachtens soll die Soziologie genau jeden neoliberalen Diskurs der Grenzenlosigkeit hinterfragen, da spätmoderne Gesellschaften und die darin enthaltenen Vorstellungen von Subjektivität sich durch ganz spezifische Grenzziehungen ausziehen, die wiederum Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen sind. Wenn wir als Subjekte in unterschiedlichen diskursiven und praktischen Sinnzusammenhängen stehen, die uns innerhalb eines normativen Rahmens handlungsfähig werden lassen, dann sind Grenzen elementarer Bestandteil unserer individuellen Lebenswelt. Ich habe hier ein passendes Zitat von Butler mitgebracht, auch wenn es gestern eine kontroverse Diskussion in diesem Raum zu Judith Butler gab, die ich nicht aufgreifen möchte in dem Zusammenhang. Sie präzisiert das, indem sie sagt, die Macht umgrenzt, was ein Subjekt sein kann. Sie zieht die Grenzen, jenseits derer es nicht länger ist oder jenseits welcher es in einen Bereich suspendierter Ontologie gerät. Und gleichwohl sind Subjekte nicht nur gesellschaftlichen Bedingungen unterworfen, sondern auch ermächtigt, innerhalb des normativen Rahmens ihre Selbstbildung zu vollziehen. Also es ist ein doppelter Prozess zwischen Unterwerfung und Ermächtigung. Genau vor diesem Hintergrund darf die Frage der Überschreitung bestehender Grenzen nicht als individuelle Aufgabe, wie sie in neoliberalen Anrufungen des Subjekts vollzogen werden, abgetan werden, sondern muss im Konnex von Macht, Wissen und Selbstverhältnissen untersucht werden. Ihr merkt, dass das eine Anlehnung an poststrukturalistische Theoriebildung ist und auch ganz spezifisch an Michel Foucault. Die Möglichkeit der Kritik besteht dann darin, zu hinterfragen, wie wir als Subjekt konstituiert werden und uns selbst innerhalb eines historisch-kulturellen Rahmens konstituieren. Welche Verwerfungen, Ausschlüsse und Grenzziehungen sind Teil unserer normativen Orientierung? Gleichzeitig bedarf es neben der Kritik auch der Frage nach anderen Formen der Subjektivierung, die den geltenden Herrschaftsformen eine Alternative bietet. Genau. Ich möchte die Möglichkeit der Kritik und die Frage nach anderen Formen der Subjektivierung anhand einer markanten Grenzlinie gegenwärtiger Gesellschaften nachziehen. Und das wird aus dem Titel etwas ersichtlich, den Geschlechterverhältnissen. Dabei werde ich mich einer spezifischen Perspektive widmen. Das ist die männlichkeitstheoretische oder männlichkeitskritische Perspektive. Und ich werde zu zeigen versuchen, wie eine subjektorientierte Kritik innerhalb von Männlichkeit gedacht werden kann. Ausgangspunkt dafür ist die Debatte um Caring Masculinities, die in den letzten Jahren an Brisanz innerhalb der Männlichkeitsforschung gewonnen hat. Deswegen auch kurz hier meine Gliederung, die ist sehr pragmatisch, das sind nur 2 Teile. Ja. Aber ich dachte, ich zeige euch einfach, was ich mache heute. Ja, da steckt natürlich viel mehr drin, aber ich wollte euch jetzt nicht mit Unterpunkten langweilen, mehr oder weniger. Genau. Ich werde den Begriff Caring Masculinities aufgreifen und versuchen weiterzuentwickeln als kritisch-analytische Kategorie.
Dafür werde ich auf Michel Foucaults Kritik als Grenzhaltung eingehen. Das werde ich im nächsten Schritt vollziehen, um auch eben genau den Begriff Caring Masculinities zu schärfen. So, weil der in dieser Debatte, das werdet ihr kurz an meinem kurzen Anriss merken, etwas unscharf ist, das ist etwas ungenau. Genau. Dabei werde ich das Verhältnis von Care, Macht und Männlichkeit aufzeigen und daran anschließend eben meine theoretischen Ausarbeitungen empirisch prüfen, und zwar an einem kleinen Projekt, das wir in einem Zusammenhang eines Seminars gemacht haben in der qualitativen Sozialforschung. Dort haben wir biografische Interviews geführt, zusammen mit Christina Heller und Aileen Mirasedi. Da werde ich zwei Fallbeispiele vorstellen und das nochmal versuchen zu präzisieren, dass wir jetzt hier keinen rein theoretischen Vortrag haben. Genau. So, dann zum Phänomen Caring Masculinities. Also der Begriff Caring Masculinities wurde zunächst zur Förderung von Gleichstellung innerhalb der EU entwickelt, ist aber mittlerweile breit im wissenschaftlichen Diskurs aufgegriffen und theoretisch weiterentwickelt worden. Und dabei stellt einer der ersten Versuche, der von Carla Elliott, dar. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Sie hat Caring Masculinities als dominanzablehnende und Fürsorge einnehmende männliche Identität gelabelt oder konzipiert, die einen Wandel von Männlichkeit, also einen Wandel weg von hegemonialer Männlichkeit, die eben auf Dominanz, Wettbewerb und Leistung basiert, hin zu einer fürsorgeorientierten Männlichkeit hervorbringt. Das Konzept ist mittlerweile noch viel weiter aufgegriffen worden. So haben Silke Scholz und Andreas Heilmann den Begriff als Praxis- und Prozesskategorie in der Frage gesellschaftlicher Transformation aufgegriffen, vor allem hin zu Postwachstumsgesellschaften. Also wer nächste Woche in Jena ist, kommt vorbei. Ja? Da wird das mal eine Woche lang diskutiert, Postwachstumsgesellschaften. Und auch bestimmt unter dem Aspekt von Männlichkeit. Genau. Caring Masculinity stellt nicht nur den Wandel von Männlichkeit her, sondern stellt auch die Weichen für zukünftige Postwachstumsgesellschaften. Der Wandel von männlich konnotierten Werten und Handlungsweisen stelle dabei einen Transformationspfad dar, der neben anderen realisiert werden müsse, um neue und andere Gesellschaftsformen denkbar zu machen. Ich möchte jetzt genau diese produktive Debatte um Caring Masculinities nutzen, um den Begriff zu schärfen und sein emanzipatorisches Potenzial bezogen auf gesellschaftliche Transformationen zu identifizieren. Deshalb verstehe ich Caring Masculinities als kritisch-analytische Kategorie, nicht als Konzept oder irgendwas Gegebenes, sondern als Kategorie, die aus einer subjektorientierten Perspektive das Verhältnis von Macht, Care und Männlichkeit genauer in den Blick nimmt. Ich sage dann kurz erstmal was zum Care-Begriff, bevor ich diese drei Dimensionen irgendwie versuche zu schärfen. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das gelungen ist, aber das werdet ihr mir in der Diskussion schon sagen. Mein Care-Begriff oder der Care-Begriff orientiert sich dabei an einem sehr weiten Begriff der Lebenssorge, wie ihn Cornelia Klinger konzipiert. Und sie schreibt, Sorge betrifft alle theoretischen Reflexionen von und alle praktischen Relationen zwischen Menschen, die sich aus den Bedingungen der Kontingenz, das heißt aus dem Werden und Vergehen des Lebens ergeben. Warum verwende ich diese doch recht weite Begriffsbestimmung von Care? Ja, das hat einerseits den Grund, die verbreitete Engführung von Care auf ausschließlich Tätigkeitsfelder der direkten Mensch-zu-Mensch-Fürsorge zu überwinden. Und andererseits kann dadurch Care in seinen direkten Wechselbeziehungen mit bestehenden Machtverhältnissen entziffert werden. Spezifische Vorstellungen von Care sind in diesem Verständnis nicht nur Teil einer unterworfenen und abgewerteten Praxis, sondern immer auch Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen und deshalb auch historisch-kulturell geprägten Formen hegemonialer Männlichkeit verknüpft. Genau. Wie lässt sich jetzt Caring Masculinities in diesem Zusammenhang als kritisch analytische Kategorie aus einer subjektorientierten Perspektive konzeptualisieren? Eine Möglichkeit stellt meines Erachtens die Ausführung Michel Foucaults zur Kritik als Grenzhaltung dar. Und da, ich lese das jetzt mal vor, weil das sind so eingeschobene Zitate, deswegen habe ich das auch als Folie mitgebracht. Kritik verstehe sich als permanente Reaktivierung einer Haltung, das heißt eines philosophischen Ethos, welches die Analyse unseres historischen Seins als Grenze mit der Frage auf deren Überschreitung verknüpft. Zudem sei sie eine experimentelle Haltung, welche die Möglichkeit der Überschreitung in der Praxis als Arbeit von uns selbst
an uns selbst sucht. Genau, notwendig wäre eine solche Haltung, genau von den von mir zu Beginn problematisierten Fragen. Also wie die Figur des autonomen Subjekts zur dominanten Position innerhalb moderner Gesellschaften werden konnte. Welche Grenzziehungen, Ausschlüsse und Machteffekte haben diesen Typus erst hervorgebracht? Und wie könnten neue Formen der Subjektivierung aussehen, die nicht den gleichen Zwängen unterworfen sind? Bezogen auf Caring Masculinities, greife ich schon ein bisschen vor, aber das kriegt ihr jetzt alles mit. Bezogen auf Caring Masculinities als kritisch-analytisches Konzept bedeutet das für mich eine Zusammenführung der von Foucault vorgeschlagenen historischen Analyse der Gewordenheit des Subjekts und der Möglichkeit der Überschreitung als praktische Kritik. Um die von mir problematisierten Aspekte von Macht, Care und Männlichkeit in ein differenziertes Licht zu rücken. Ja, das ist mehr oder weniger mein Anliegen. Caring Masculinities zeichnet sich, und das steht jetzt hier auf den Folien, zeichnet sich zunächst durch die historische Analyse hegemonialer Männlichkeit als Subjektivierungsweise aus, wie sie sich über die Exklusion weiblich konnotierter Fürsorgerelationen und die Inklusion spezifischer Vorstellungen von Wachstum, Leistung und Wettbewerb konstituiert hat. Die daran anknüpfende Figur des männlich-autonomen Subjekts ist als Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen zur Normvorlage moderner Gesellschaften geworden. Gleichzeitig ermöglicht aber auch die historische Analyse, den Zusammenhang von Care und Männlichkeit zu problematisieren. Care ist nicht an sich eine vergeschlechtlichte Praxis, sondern wird erst über den hegemonialen Geschlechterdiskurs dazu. Bestimmte Formen von Care sind seit der Moderne innerhalb von Männlichkeit instrumentalisiert worden, wenn auch nicht unter dem Begriff Care oder Fürsorge, sondern vielleicht unter Begriffen wie Erziehung, die irgendwie so einen produktiven Charakter hatten, um die eigene hegemoniale Position zu gewährleisten. Exemplarisch finde ich dabei immer das Bild des Paternalismus, das als Ausdruck veränderter Machtverhältnisse innerhalb der Moderne gesehen werden kann. Genau. Gleichzeitig, und das ist der untere Punkt, ist der etwas erfreulichere Punkt, die Möglichkeit der praktischen Kritik zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass Caring Masculinities über die historische Betrachtung hinausgeht und die Frage der Überschreitung mit den alltagsweltlich praktischen Lebensvollzügen männlicher Care-Subjekte verknüpft. Und da die Frage der Überschreitung in Foucaults Ausführungen, das merkt ihr wahrscheinlich, das ist ein sehr voraussetzungsreicher Vortrag gerade, deswegen bitte auch danach sehr viele Nachfragen stellen zu diesen Aspekten. Das bleibt etwas abstrakt, also die Frage der Überschreitung der praktischen Kritik bleibt etwas abstrakt. Er setzt einerseits ein sehr philosophisches Subjekt voraus, das befähigt ist, die Grenzen der eigenen Subjektkonstitution zu reflektieren, also mittels dieser historischen Betrachtung. Andererseits bleibt die Frage der praktischen Kritik bestehender Verhältnisse, dessen Schärfe und Richtung durch diese historische Betrachtung gewonnen wird, unterbelichtet. Eine mögliche Erweiterung meines Erachtens der Foucault'schen Prämissen bietet in diesem Zusammenhang am Meißner, indem sie die Einnahme der Grenzhaltung an die Erfahrungen derjenigen knüpft, die zwar am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, aber nie, so Meißner, unhinterfragt am darin implizierten Subjektstatus teilhaben. Sie fungieren als Grenzfiguren, als das verworfene Andere, über das sich die Legitimität des modernen Subjekts herstellt. Exemplarisch verdeutlicht Meißner das an den Figuren des weiblichen und postkolonialen Subjekts. Durch ihre kontingente Einbindung in unterschiedliche gesellschaftliche Zusammenhänge und die gleichzeitig permanente Relationierung zum geltenden Subjektstatus, die Normvorlage des männlich-autonomen Subjekts, können die Grenze der eigenen Seinsweise erst erfahrbar und neue Erkenntnispotenziale eröffnet werden. Genau von jener Grenzerfahrung aus müsse kritische Theoriebildung ihren Ausgang nehmen, dass sie Aufschluss darüber gebe, Zitat Meißner, was in dieser Figuration des modernen Subjekts noch nicht wirklich sein kann, was aber im Falschen hier und jetzt Möglichkeiten eines besseren Lebens aufscheinen lässt. Genau vor diesem Hintergrund versuche ich, Caring Masculinities als kritisch-analytische Kategorie zu entwickeln, indem ich die Erfahrungen der männlichen Subjekte, bei denen Care zentraler Bestandteil der alltäglichen Praxis ist, in ihrer Widersprüchlichkeit und Inkonsistenz zum Gegenstand meiner Analyse mache. Die einerseits aus der doppelten Positionierung als männlich-autonomes Subjekt und fürsorgliches Anderes resultierenden Aushandlungsprozesse und Konflikte
ließen sich als Hinweis dafür interpretieren, was in modernen Gesellschaften noch nicht wirklich sein kann. Meines Erachtens machen sie zudem aufmerksam auf die Demarkationslinie androzentrischer Herrschaftsverhältnisse, die in kapitalistischen Wachstumsgesellschaften fürsorgliche und solidarische Formen des Zusammenlebens abwerten. Die Betrachtung zeigt aber auch, welche Bedingungen innerhalb von Männlichkeit einen individuellen und gesellschaftlichen Wandel erschweren. Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, diese historische Betrachtung in die Analyse, wie ich sie gerade eben gezeigt habe, mit einzubeziehen. Ja, also es geht vielmehr darum, Care nicht per se als emanzipatorische Praxis zu verstehen, wie das, glaube ich, gerade in vielen theoretischen Prämissen gemacht wird, zu sagen, okay, die schöne neue heile Care-Welt, das ist ein Problem, weil Care immer schon mit Herrschafts- und Machtverhältnissen zusammenhängt. Und genau diese doppelte Bewegung der historischen Analyse und der Frage der Überschreitung als praktische Kritik werde ich jetzt im Folgenden etwas freier an zwei Fällen zu Stay-at-Home-Dads verdeutlichen. Genau. So, Stay-at-Home-Dads, das ist ein relativ junges Phänomen, das vor allem im Nordamerikanischen, also der Name legt es auch nahe, falls irgendjemand von euch nachträglich mir einen passenden deutschen Begriff außer Hausmann offerieren kann, nehme ich den sehr gerne an, weil Hausmann klingt einfach nicht schön. Das ist, also, nee. Genau, deswegen wird das vor allem im nordamerikanischen Raum benutzt, soll das Phänomen aufzeigen, dass Väter die primäre Fürsorge für ihre Kinder übernehmen, ja. Also auch vielleicht über eine Elternzeit von einem Jahr hinaus, dass sie diejenigen sind, die vielleicht eher Teilzeit arbeiten und die Frau einer gängigen oder geregelten Erwerbsarbeit nachgeht. Es gibt viele Gründe dafür, also in den Studien, die in Nordamerika vor allem durchgeführt werden, also gibt es Faktoren wie Arbeitsplatzverlust, Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung oder die Frau als Alleinverdienerin. Natürlich auch immer in Milieus, die besser gestellt sind, ideelle Entscheidungen, also die bewusste Entscheidung, zu Hause zu bleiben für das Kind. Ich möchte jetzt genau ausgehend von diesen Erfahrungen, die diese Männer machen, ausgehend meine Analyse starten und versuchen, dass die Kategorie, die ich aufgestellt habe, so ein bisschen zu klären, weil es ist schon interessant zu sehen, welche Effekte das Ganze eigentlich hat, wenn die Personen nicht mehr in der männlichkeitsstabilisierenden Sphäre der Erwerbsarbeit tätig sind, sondern genau eben in der weiblich zugewiesenen Sphäre der Reproduktionsarbeit tätig sind. Genau. Und das haben wir mit einem kleinen Forschungsprojekt in Jena untersucht, was so im studentischen Rahmen stattgefunden hat, im Master. Es ging um Biografieforschung, genau zusammen mit Christina Heller und Aileen Mirasedi. Das Seminar war zu Bildungsbiografien, aber wir haben Bildung so weit gefasst, dass wir auch Fürsorge integrieren konnten, weil das unser Anliegen war. Genau. Unsere Idee war dabei ein zweifaches. Einerseits haben uns die biografischen Prozesse interessiert, die dazu geführt haben, dass die Person die primäre Fürsorge für die Kinder und Haushalt übernimmt. Und andererseits die Ausführung von Care, also die praktische Ausführung von Care aus einer bildungstheoretischen Perspektive. Wie wird Care individuell verhandelt und wie wird es in die eigene Lebenswelt integriert? Bildet sich etwas heraus, dass man eine Care-Haltung, ein verändertes Verhältnis zu sich und zu seiner Umwelt nennen könnte? Ja, und genau eben diese Widersprüche, diese Inkonsistenzen, die durch die Integration von Care stattfinden, die wollten wir eben auch wissen. Genau. Ich möchte das jetzt anhand von zwei Textpassagen machen. Interessant ist es, weil beide, genau, ich kann schon mal den Namen nennen, also der erste Fall heißt Marc. Marc hat drei Kinder, also mit den Zwillingen ist zunächst die Mutter zu Hause geblieben und er hat sich jetzt beim dritten Kind überlegt, diese Möglichkeit doch wahrzunehmen und es resultiert eigentlich aus der Unzufriedenheit mit der Erwerbsarbeit. Ja? Also er hat keinen praktischen Sinn mehr in dem Ausführen der Erwerbsarbeit gesehen und hat sich deshalb dazu entschieden, die Fürsorge zu übernehmen. Ich habe jetzt hier eine Passage mitgenommen, die ich danach kurz analysieren möchte unter ein paar wenigen Aspekten, weil die Zeit auch leider nicht mehr ermöglicht. Ich wollte das eigentlich nur mal so ein bisschen vorstellen. Interessant ist auch, dass Marc und Sebastian, so heißt der andere Fall, beide einen sehr reflektierten Zugang zu Sorge haben und zur Fürsorge. Und ich glaube, das ist nicht zufällig, weil einerseits kommen sie aus einem akademisierten Milieu. Ja, also sie haben beide, Marc möchte jetzt noch studieren,
nachdem er das Kind, also nachdem er ein Jahr mindestens mit dem Kind zu Hause war. Und Sebastian hat an der Fachhochschule studiert. Also beide nicht jetzt konkreten universitären Kontext, aber akademisiert. So, ich habe jetzt hier, kann man das lesen? Ja. Ja, es ist ein Brecher. Ja? Aber es ist eine lange Passage. Wir werden nicht auf alles eingehen, so, das ist ganz klar, sondern ich wollte da nur kurz ein paar Aspekte eben hervorbringen. So. Gleich zu Beginn spricht Marc davon, dass es für ihn am Anfang sehr schwer war, diese Rolle von wegen, ich bleibe zu Hause mit dem Kind, einzunehmen. Ja? Also er problematisiert das eigentlich vor dem Hintergrund, dass es kaum andere Väter gibt, die diese Position innehaben. Er ist mehr oder weniger allein. Ja? Also, genau, so. Obwohl er sieht, dass das gesellschaftliche Bild sich wandelt. Ja? Er sieht, dass es sich wandelt, aber das sind meist Tagesväter oder wie er das nennt. Und wenn er unter der Woche auf dem Spielplatz sitzt mit seinem Kind, ist er meist alleine. Ja? Auch sind es meist nur Muttis oder Omis, wie er das Ganze weiter unten nennt, ja, in der vorletzten Zeile. Haben wir nicht, ja? Womit ich das zeigen könnte, so ein Laserpointer? Nee, oder? Schade. Gut, hätte ich es markieren sollen. Genau, und Opis oder Väter kommen eigentlich nie darin vor. Also das ist der erste Teil der Passage. Ihr müsst wissen, biografische Interviews, die sind etwas umfangreicher. Ha? Also wenn ich jetzt hier nur so einen kleinen Aspekt euch gezeigt hätte, ich glaube, ihr wärt nicht glücklich geworden, weil ihr das nicht ganz verstanden hättet. So, und in dem zweiten Teil dieser Passage problematisiert er dann genau dieses gesellschaftliche Bild, von dem er sich eigentlich abkoppeln möchte. Und es fällt ihm schwer, das auszublenden. Ja? Also diese gesellschaftlich normierende Wirkung, weil er sich genau eben mehr oder weniger in diesem Bereich suspendierter Ontologie begibt. Es gibt keinen Handlungsrahmen, der irgendwie vorgibt, was ich jetzt mache als fürsorglicher Vater. Und es ist eher so ein Zweifeln und Hadern an dieser Position. Geholfen hat ihm dabei, dass in seiner Familie, aber auch in seinem Freundeskreis sehr viele, 5 Minuten? Okay. Sehr viele Personen gibt, die das auch schon gemacht haben und die Möglichkeit geboten oder sich die Möglichkeit geboten hat, sich eben auszutauschen. Und interessant ist, das Wichtigste, was meine Schwester zu mir gesagt hat, man muss auch mal über Kinder schimpfen, dass er eben diesen Rückhalt auch hat, dass Sorge eben nicht nur etwas Positives ist, sondern dass man auch mal über die Kinder schimpfen muss. Genau, ein letzter Teil. So, das ist das Ende der Passage. Dort wird wieder deutlich, dass ihn das beschäftigt, dass er einfach nicht, also dass er nicht loslassen kann von diesen gesellschaftlichen Vorstellungen. So, und dass es innerhalb seiner eigenen Konstitution als fürsorgender Vater Widersprüche hervorruft, die er nicht nur auf sich selbst projiziert, auf seine individuelle Lage, sondern gleichzeitig auch das ganze familiäre Verhältnis mit seiner Frau mit einbezieht. Also er problematisiert genau die Fragen weiter unten, wie du gehst arbeiten, du kümmerst dich nicht um dein Kind. Das sind genau die Fragen, die eigentlich an eine Mutter gerichtet werden. So. Und genau vor diesem Hintergrund ist eigentlich interessant, dass er diesen ganzen normativen Rahmen kritisch in Frage stellt. Okay. Das sind die Punkte, die ich genannt habe. Jetzt müssen wir durchpowern. So, Sebastian, das ist das erste gemeinsame Kind und er hat sich relativ früh dazu entschieden, zu Hause zu bleiben. Er hat davor nur Teilzeit gearbeitet, relativ wenige Stunden. Das ist interessant, dass er ist Gemeindereferent, also Seelsorger bei der katholischen Kirche, hat dazu auch ein Fachhochschulstudium gemacht. Und bei ihm möchte ich jetzt eigentlich zeigen, wie die Übernahme von Fürsorge genau nicht zu diesem Reflexiven kommt, sondern es eigentlich integriert wird in eine hegemoniale Position als Familienoberhaupt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Hier geht es darum, in dem Interview habe ich gefragt, ob die Ausbildung einen Effekt auf sein Vatersein hatte. Und gleich zu Beginn problematisiert er die Frage vor dem Hintergrund, was möchte ich eigentlich für meine Tochter? Was bedeutet es eigentlich, ein guter Vater vor dem Hintergrund der Entwicklung meiner Tochter zu sein? Also das Wohl des Kindes steht im Vordergrund. Ja? Und genau vor diesem Hintergrund des Wohl des Kindes fragt er sich, was bedeutet es, ein guter Vater zu sein? Und er begründet das theologisch.
mit dem Bild des Gottvaters. Und das ist eine extreme Überhöhung der eigenen Position, ja, also diesem göttlichen Attribut, das er sich selbst zuschreibt, ist aber auch gleichzeitig wieder ein Indiz dafür, dass es eben keine Entsprechung gibt in der männlichen Biografie, die das irgendwie pragmatisch einordnen könnte. Also es ist ganz problematisch, eben dieses Bild der Fürsorge zu integrieren. Und er macht das eben über diese moralische Theologie, ja, die er sich selbst setzt und sagt, okay, das Göttliche ist so wegweisend für mein Kind, wenn es die christlich-theologische Glaubensrichtung einschlägt. Und ich bin derjenige, der ihr oder der Person, des Kindes irgendwie das erste Bild liefert, das erste Bild von Gott. So, genau. Und das schreibt er jetzt hier am Ende nochmal. Ausgehend von ihrer Vatererfahrung wird sie auch ihr Bild von Gott entwickeln. So. Und letzte Minute, sonst. Ich finde, das sind nochmal die Analyse, genau, Gott als Leitbild für das individuelle Leben dient eben zur eigenen Position, zur eigenen Rechtfertigung der hegemonalen Position innerhalb des Familiengefüges. Das ist schon eine sehr überhöhte Erzählung, wenn ich mich als Vater mit Gott gleichsetze. So. Und es ist auch eine sehr archaische Erzählung. Ne? Also es lehnt sich sehr stark an den Paternalismus an. So, was ich finde, dass diese zwei Fälle zeigen, ist die Schwierigkeit, Männlichkeit plus Kern eine kohärente biografische Erzählung zu integrieren. Ja? So, es sind vielmehr Widersprüche und Inkonsistenzen, die hier zutage treten, weil sich die Personen eben genau in dem Bereich suspendierter Ontologie vorfinden, für den es keinen Handlungsrahmen gibt. Die Problematik wird unterschiedlich gelöst, so wie ich das gerade an den beiden dargestellt habe. Es ist genau diese Grenzerfahrung, die eben zutage tritt, die unterschiedliche Problemlösestrategien hervorrufen. So. Marc verdeutlicht vielmehr ein Zweifeln und ein reflexives Ringen mit der eigenen Position als männlich sozialisiertes Wesen, ja, und diese Normierungsprozesse, die da stattfinden, während hingegen Sebastian eigentlich die eigene hegemoniale Position über ideelle Werte rechtfertigt. Ja. Also es ist viel wichtiger, Fürsorge zu übernehmen für die Kinder, weil sie dadurch ihr Gottbild entwickeln. So. Deshalb finde ich, dass Caring Masculinities nicht immer in diesem Rahmen per se als etwas Positives gefasst werden kann. Ja. Das ist mehr so eine Suche mit offenem Ende und man muss ganz spezifisch auf die Aspekte eingehen. Und das habe ich jetzt hier versucht, mit qualitativer Sozialforschung zu zeigen, wie man das machen kann. Ja. Also Care ist per se nicht was Positives. Es ist immer gleichzeitig verschränkt mit Hegemonieansprüchen, wie ich das an dem einen Fall deutlich werden lasse. Aber auch gleichzeitig zeigt sich dieses kritisch-reflexive Ringen. So. Also was macht das eigentlich mit der Person, die Care in ihr Subjektbild integriert? Okay, vielen Dank.